Tag 2 und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von This War of Mine. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal alles, was wir mit Boris diese Nacht erbeuten konnten. Und ja, mal schauen, was wir jetzt machen, herstellen können vielleicht schon. Nee, wir sollten vielleicht mit unserem Handwerker vielleicht geschlafen. Du solltest vielleicht hingehen. So, wer hat gar nicht geschlafen? Katja ist noch hungrig, müde. Dann geh du mal schlafen. Müde, weil sie Wache gehalten hat. Dann gehst du auch schlafen. So, du gehst dahin. Okay. Brecheisen haben wir ja schon. Wir sollten vielleicht noch eine Schaufel. Weiß ich gar nicht, ob wir eine Schaufel schon hergestellt haben. Aber du solltest vielleicht mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Was, du hast auf den Boden geschlafen? Warum hast du auf den Boden geschlafen? Ein Destillator, der wäre praktisch. Habe ich denn überhaupt schon einen Ofen? Stell mir mal zwei Filter her, oder? Ja, stell mir mal zwei Filter her. Und Katja, du tust mal hier unten weiter aufräumen. So, nein, okay, ich habe noch keinen Backofen, wollte ich gerade sagen. Kein Ofen. Oder, nein, Herd. Man nennt es Herd. Ich wusste jetzt nicht. Boris schläft. So. Joa. So. Dann stellen wir mit dir mal einen primitiven Herd her. Den wir dann auch gleich schon hier oben platzieren. So, meine Gute tut hier aufräumen. Okay, nein, wir haben noch gar kein, keine Schaufel oder so. Wäre natürlich auch zum Vorteil, wenn wir eine Schaufel hätten. Haben wir aber nicht. So, er baut hier oben einen Ofen. Wir haben auch noch ein paar Schränke, die wir ausräumen können. So. Du tust das nochmal hier. Okay. Ab und zu steht auch jemand vor der Tür und deswegen habe ich gerade geschaut. So, ich schlafe noch schön. Du tust da immer weiterbauen. Ein bisschen geschwind. Ihr fein. Haben wir. Radio wäre auch praktisch. Stellen wir das gleich mal mit. Hier hoch. Können wir das mit hier hoch irgendwie stellen? Nein. Dann stellen wir das doch mit hier runter, oder? Wenn wir Platz hätten. Ja, aber keinen Platz. Ne, hier kann ich es auch nicht hinstellen. Ja, schön. Super. Stimmt, ne, da will ich es auch nicht hinstellen. Stellen wir es hier hin. So. Gut. Haben wir doch, ist da wegen schon der Tag wieder halb rum? Ja, noch nicht ganz, aber. Hungrig. So, ihr schlaft jetzt, wie gesagt. Mit Boris werde ich heute Nacht wieder gehen. Du bist hungrig und müde. Hier steht jetzt was Neues. Meine Geschichte. Weil das tut sich immer ergänzen dann. Ich habe schon von meinem alten Herrn erzählt. Habe ich schon von meinem alten Herrn erzählt? Das ist eine Frage. Gott, habe ich diesen Kerl verabscheut. Aber der Krieg stellt Sachen mit dir an. Etwas hat sich verändert. Als die Bomben in jener Nacht auf Gravia fielen. Was er getan hat, das werde ich niemals vergessen. Ihr habt gehört, was sie in Gravia getan haben, oder? Können wir durchgucken? Immer wenn das halt so blinkt, dann ist was Neues passiert oder wird was Neues. Steht was Neues in der Biografie, so rum. So, dann hören wir doch gleich mal Radio. Der Anführer der Rebellen hat uns angewiesen, unsere Zuhörer davon zu bewahren, die Front zu überqueren. Die Nicht-Einhaltung dieser Anweisung könnte tödlich enden. So, können wir auch hier so stellen. Trotz desperater Gegenangriffe der Rebellen, um die Belagerung aufzuheben, bleibt Prokoren abgestellt. Ich vermute es eine Stadt. Die Regierungskräfte verhindern, dass jegliche Hilfe der Stadt erreicht.
mit der Begründung, dass sie die den Rebellen in die Hände fallen. Musik spielt schön. Spielt das nicht immer? Ja. So. Das sollten wir mal täglich irgendwie mal abhören oder so. Können wir schon. Nee, wir sollten, wenn erst hier. Hier irgendwas updaten. Wenn möglich. Okay, davon brauchen wir noch ein paar. Verlassen? Kann ich. Nee, so. So ein Pech. Ganze Zeit, die Kratten sind aufgeraut. Das geht immer gar nicht. So, dann geh du mal hier hin. Du kannst ja dann. Achso, Katja. Nee, Katja, bleib hier. Sorry. Habe ich jetzt. Nee, warte mal. Ja. Wo sind meine Zigaretten? Gibt keine. Ach, sie ist verschlossen, okay. So, Boris. Nee. Ach so, das ist nicht schnell. Lassen wir die mal noch drin hier. Okay. Aha. Oh. Ich muss. Ich merke gerade, ich muss die Biografie nochmal umändern. Hups. Weil ich war der Meinung, dass ich Boris genommen hatte. Als guten Koch. Das stimmt aber gar nicht. Okay. Habe ich mich wohl verguckt? Habe ich mich verguckt? Okay. Aber es passiert. So, ich kann jetzt leider nicht gerade viel machen. Ich hoffe, es geht jetzt jemand hier hin. So. Dann stellen wir doch schon mal zwei Meißen hier. Ja, er muss auf jeden Fall noch einen Moment warten, oder? Ich weiß nicht, ob du dich noch ein bisschen hinlegen kannst, weil du so schlecht geschlafen hast. Achso, das war der Schnaps, okay. Den wollte ich drin lassen. So, jetzt haben wir zweimal Essen. Und naja, es ist halt immer ein bisschen. Okay, da könnten wir noch hier oben rein. Und da werden wir wahrscheinlich Medikamente oder so finden. So, okay. Wir haben Glück, ist hier drin nicht kalt ist. Genau. Dann warten wir das noch ab und dann gehen wir heute Nacht mit Boris auch schon wieder auf die Jagd. Wir schieben Wache. Auf jeden Fall, er schläft. Und dann wird Katja mal Wache schieben. Oder nee, Katja könnte ich am Tag brauchen. Also lassen wir das so. Dass Boris plündern geht. Arakia. Ich würde sie so zumindest aussprechen. Macht Wache. Und er schläft genauso wie Katja. Weil Katja kann sein, dass ich sie zum Feilchen brauche. So. Okay. Aggressiv. Oh nein. Das sind alle. Ich brauche das Brecheisen, aber das Brecheisen habe ich gekonnt extra dort gelassen, in der Hoffnung, dass ich halt einfach. So, komm. Könntest du vielleicht noch schnell ein Brecheisen für hier herstellen? Na, ah, ich kann nur einen Dietrich machen. Na joa, dann. Beenden wir doch den Tag und die Nacht kommt. Ui, doch, ich hab überlegt. Okay, wir gehen mit dir wieder plündern. Du tust Wache. Und ihr beiden im Bett schlafen, plündern und Wache stehen. Das habt ihr doch alles schon sehr schön gemacht. Ich geh nochmal ins. Es erweitert sich dann irgendwie. Also ich habe auch, konnte einstellen, wie viele ich nutze. Aber ich wusste nicht, welche wichtig sind, welche unwichtig sind. Ich konnte auch ziemlich viel einstellen. Und so, dann machen wir mal einfach jetzt los. Mitnehmen.
wünscht mir eigentlich gar nichts. Ja, auf jeden Fall. Habe ich dann einfach alle genommen, weil ich mir gedacht habe. Weil was bringt's mir, wenn ich. Wenn du etwas anderes läufst, dann ist gut. Es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt irgendwelche Dinge aussortiere, weil ich halt, wie gesagt, dieses Spiel vorher auch noch nicht gespielt habe und deswegen halt auch leicht unsicher war. Deswegen mir gedacht habe, nimmst du lieber alles, anstatt dann irgendwie da zu stehen und zu sagen, ja scheiße, jetzt einmal das genommen. Kann ich hier fünfmal kommen? Immer noch nicht alles hier weg. Weil diese Teile, besonders halt diese und so, es ist immer mega schwer, einfach alles zu bekommen. Und hier ist ja egal, ob ich hier sprinte oder. Guck, jetzt fängt sie mich schon wieder an. Was ist denn das? Brauche ich nicht. Brauche ich Trimaxieren? Bräuchte ich eigentlich? Also ich brauch's nicht, sag mir so. Ich weiß halt nicht, ob ich die verkaufen kann. Beschädigte Waffe bringt mir zurzeit auch noch ziemlich wenig. Patronen bringen mir auch null. Hier tue ich am besten den Haufen machen, was mir zurzeit noch nichts bringt. Waffenteile, verschiedene Waffenteile gegen Häuser. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, für was ich die bräuchte bisher. Die Waffenteile. Über ein Buch freuen die sich eigentlich immer, weil sie da ein bisschen lesen können. Und hier haben wir halt noch ein bisschen Medikamente, aber brauche ich das halt auch nicht. Sprint, Junge, sprint! So. Ich will immer ein bisschen hier ranzoomen, aber so weit geht das gar nicht anzuzoomen. Shit. Muss ich nicht. Naja, die Teile verschieben mich schon. Teile. Dieses Holz ist halt immer mega wichtig. Hier ist ja auch noch was. Oh nein! Muss ich wirklich nochmal kommen. Das kann ich hier schon mitnehmen. Achso, das kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay. Heißt praktisch, wenn man das dann alles mal durchguckt und dann halt sieht, ja, okay. Hier hätte ich vielleicht noch einen Platz 2, davon könnte ich noch einmal was mitnehmen. Und morgen hoffe ich, dass ich das dann alles endlich mal wegbekomme. So. Davon kann ich auch nichts mehr mitnehmen. Und den habe ich. Oh, da konnte ich doch noch eins mitnehmen. Manchmal praktisch, weil man hat das manchmal gar nicht alles auf dem Schirm, was hier überhaupt drin ist. Und ich weiß halt nicht, ob ich sage lieber euch, dass das Buch hier und nehme irgendwie ein bisschen Zigaretten mit, weil manchmal sind ja Raucher hier. Oder nehme halt irgendwie ein bisschen Medikamente oder so mal mit, falls ich. Hier ist auch noch sowas. Zucker ist ja auch noch. Den könnte ich jetzt zum Beispiel nicht. Nehmen wir den ganzen Zucker noch mit. Gut. Würde ich sagen, sind wir auch schon wieder fertig für den Tag. Und wir rennen zum Ausgang. Und joa. Und joa. Das. Ja, wo bist du? Los? So, Boris ist jetzt zurück. Ich wollte es eigentlich immer so machen, dass ich immer jeden Tag, jeder Tag ist eine Folge, weil ich das angenehmer finde. Und ja, wir sehen uns an einer neuen Folge wieder. Und zwar befinden wir uns dann bei Tag 3. Und bis dahin sage ich ciao.